Hey ho und willkommen zu einer weiteren Folge für euch, für mich, neue Aufnahmesession. Grim Tales Bloody Mary. Und wir haben ja letzte Runde, oder letzte Folge, das Hauptspiel abgeschlossen. Dementsprechend gehen wir jetzt in den Bonus-Content rein. Bonus-Chapter. Ich möchte natürlich das Bonus-Chapter und wir spielen das jetzt. Ich bin mal gespannt, wann das Bonus-Chapter spielen wird. Das wird wahrscheinlich jetzt erklärt werden. Ach, guck mal, das ist sogar der Epilog. Es ist Epilog, ich weiß es gar nicht. Okay. Ah, boah, GT, Alter. Grimtails. Grimtails-Karre, geil. Wait, I mean you no harm. You remove the vines of evil from me, and my spirit was let loose. But I'm doomed to wander here, restless, until the curse is broken. I was once young and crazy in love with my husband, but then he died. I was left all alone. Please help me. I know your will is strong. You can help me break the curse and reunite with him. At least then he and I will be together. I don't want to be this house's restless ghost. Take a look at my dressing table mirror. I used to keep important things there. Gut. Damit erklärt sich auch, wo wir uns befinden. Wir befinden uns also nicht so wie die anderen Teile später, sondern wir befinden uns instant danach. Und Sinn und Zweck ist es, dass Mary jetzt lieb ist, also zumindest ihr Geist lieb ist, und wir sollen jetzt dafür sorgen, dass der Geist, dass ihre Seele in die, ne? Ah ja. Jetzt können wir uns aber wieder schön drüber abfacken, wenn das Instant danach spielt. Warum hat sich so viel geändert? Egal. Wir gucken mal. I need a tool to cut the iron rod. Unfortunately, I can't get there, but I know someone will be pretty accustomed to helping me. Wir haben Chucky noch! Ja, worth it. House key. Nice. Stick with my hands. Okay. Geil, wir haben Chucky direkt in der Behalten. Okay, das ist die Karre. 3414, wenn das Ding noch da ist. Chucky sent me this postcard with a map when she only came here. Ja. Das ist auch nur das hier. Kann ich das da oben drauf nehmen? Nein, okay. Hier ist wieder die Creepy Door. Ich weiß nicht, ob hier vorher auch schon. Vorhin. War schon da. Aber guck mal, die Säule fehlt. Immerhin sind sie, bleiben sie sich treu. Also so ein bisschen Accuracy. Warum ich allerdings hier wieder ausschließen muss, die Scheiße, hat mir keiner erklärt, ne? Das ergibt ja eigentlich. You've got to understand what happened. I'll show you how the house looked back when I lived and loved here. Okay, es hat sich actually nicht viel verändert, vor allem warum ist ihr Gepäck noch hier? Okay, ich kann einfach rein. Na, guck mal. Okay. Es war dramatisch, aber warum bist du so dramatisch? Ja, gut. Wir können hier nichts sehen. Dann lassen wir es einfach mal. Boah, ich finde es schön, wie die innerhalb von 2 Sekunden. Ach, guck mal. Unimaginable Terror. Ach, guck mal, der Bonus-Content sind die letzten 3. Also, oh, nichts wissen. Habe ich das ja eigentlich überhaupt gelesen? Das hatte ich schon gelesen. Okay, perfekt. Okay. Ach, ist ja schon mal doof, dass du den Bonus-Content dafür brauchst. Aber schön, dass wir überall hinkommen. Kann ich überall hin? Ja, halb erstmal. Wir gucken uns erstmal um. There has never been a commoner in our family who put this idea into his head. Ach ja, genau, stimmt. Sie war ja, no royal blood. Also war ja kein Adel. Und dementsprechend war sie auch ganz neue Areal im Garten gehabt. Aber der Brunnen sieht ein bisschen anders aus. Schön, ja. And some of God are searching holes to check what's there. Ja, Chucky, rein mit dir. Nice. Lizard's Eye. Das sieht cool aus. Ah ja, this plan can only be cut with a special tool, Digga. Nimm doch eine Schere, ein Messer, alles was einfach mal alles also schneidet. Okay. A Nagel. Ja gut, hier fehlt ein Teil. Das ist auch irgendwo ersichtlich. Das ist jetzt immer so die Sache, du kannst am Anfang. Klar, Bedienungspanel. Erstmal Zement drüber. Schippen, wollte ich gerade sagen. Ja, guck mal, ich komme überall. Irgendwas bist du denn? Something's missing from the statue. Da kann ich was reinschneiden. Hab ich nicht Chucky? Kann ich mit Chucky schneiden? Was bist du? Pin? Ja, man weiß ja nicht. Das Klavier ist zugedeckt. Das Klavier war auf sich. Das bist du. Ja, das ist das Sofa. Das ist ein Bild von der Mom. Und hier. Alles klar. Okay.
Wir müssen die Wurzel einfach stärker machen. Ich find's irgendwie wild, dass ich hier komplett rumgehen kann. Ist irgendwie cool. Aber auch irgendwie komisch. Okay, sie hat Angst. Irgendwas im Buch fehlt. Tod und Verderben auf all seinen Wegen. Ist hier sonst noch irgendwo was? Nein, wir gehen mal ins Bad. Her husband loved her so much that the portrait of his beloved wife is so romantic. Ich weiß ja nicht. Oh, guck mal, wir können auch wieder in den Keller. Wahrscheinlich wieder irgendwas, ne? Ah, fehlt immer irgendwas. Haben wir ein Wimmelbild? Oh, es ist kein Wimmelbild. Das wird wahrscheinlich so einer. Das ist so rostig. Kann ich hier irgendwas klauen? Das ist immer so eine Sache. Das ist so die Sache, wo ich Angst habe, dass ich irgendwas vergesse, Alter. Das sieht aber cool aus. Die Statue hat mir... Haben wir die nicht dekoriert? Das ist halt so das, was ich meinte mit... Das ist so der Nachteil, dass es jetzt instant danach ist. Es kommt mir... Also, actually, sie haben es ja halbwegs gerettet. Sie haben ja gesagt, so sah das aus, als ich hier gelebt habe. Guck mal, da hinten ist auch nochmal... Was bist du denn? The blade is pretty solid, I can use it to make a real dagger out of it. Du sollst, musst nicht nur einen Dagger raus, nimm das Ding doch jetzt schon mal mit. Weißt du, warum ich denn immer wieder zurückkomme? Pack's doch einfach jetzt schon ein. Ja, wir haben uns jetzt alles angeguckt, ne? Gehen wir mal hoch. Da glaube ich, brauche ich eine Spinne für. I think the belt anfasst. Du kannst das einfach nach oben abziehen. Egal. Aber hier könnte mal Staub gewischt werden, ne? Ich werde euch die ganze Zeit, dass mir irgendwie was erklärt wird, was passiert oder was halt nicht passiert. Oh, Entschuldigung, erschreckt mich. Ich habe mich minimal erschreckt. Eine Libelle. Guck mal, tu mir die Libelle doch da rein. Wir kriegen da ein Auto, das haben wir unten schon gesehen, und da muss noch ein Adler rein. Haben wir sonst noch was? Was bist du? Warum kann die Figur sieht so suspicious aus? Haben wir sonst noch was hier? Wir haben sonst nichts hier. Das ist ein wildes Zimmer. Also, was war das im Originalspiel? Boystorm, ne? Also das der Jungschlafsaal. Gut. Wir haben... Scheiße, was habe ich bekommen? Das Auto habe ich bekommen. Ich kriege einen Regenschirm. Und was muss da muss? Da muss auch noch was hin. Ja, sieht nach einem Auto. Lenkrad aus. Was habe ich bekommen? Ein Spielzeug. Regenschirm. Ich hab schon wieder vergessen, hat mir irgendwo Spielzeug, was irgendwas haben möchte? Also wahrscheinlich hier, ne? Also würde Sinn ergeben, ne? Dass im Kinderzimmer Spielzeug ist, wo die Sachen was haben wollen. Aber sieht nicht danach aus. Gut, was haben wir sonst noch so? Wir haben Chucky von allen so ein bisschen. Hier ist immer noch zu dunkel drin für mich. Kann ich das lesen? Ach, guck mal. The cover every move. Ach, guck mal, das ist die gleichen Rules. Das ergibt aber keinen Sinn. Das hätte ja weg sein müssen. Weil sie ja noch nicht Bloody Mary ist. Kriege ich das mit der Pin vielleicht auf? Ah ja, guck mal. Das war jetzt mehr Lucky Guess als Oseo zerfleddert aus. The Zip Pocket ist. Warum will die auch immer alles reparieren? Was habe ich jetzt bekommen? Ein Coin. Hatte ich irgendwas um eine Münze? Ach, guck mal, hier ist noch was. I can get hurt if I try to break the glass. Ja, du kannst sie auch anstellen. Kann ich mit der Statue was machen? Nein. Da steht auch noch nicht Mary drunter. Ja, kann ich. Die muss ich irgendwo schneiden. Was haben wir hier nochmal? Werkzeug. Schaufel. Werkzeug wahrscheinlich. Ach, guck mal, Türgriff. Ah, gut, dass ich ihn jetzt schon habe. Nicht, dass ich nachher 30 Minuten suche. A part of the lock is missing. Digga, wie wär's, wenn du den scheiß Autoschlüssel einfach vom Boden aufhebst? Das wäre mir auch mal ein Anfall. Ja, ne, das ist jetzt wieder so klassisch sein Vater Grimtails. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, ich habe wahrscheinlich irgendwo was nicht aufgenommen. Habe ich hier eigentlich geguckt? Nein, guck mal. Hiermit? Nein.
Kannst du es nicht, das kannst du auch einwandfrei abziehen. What the fuck? Okay. Aber hier ist noch was, hier ist es nicht. So. Was kriegst du eigentlich als Deko? Ein Spielzeugregenschirm. Nicht? Nochmal? Ich will nur nochmal sicher gehen. Ich hätte ein Spielzeugregenschirm gefühlt. Haben wir hier noch was? Nein, sieht nicht danach aus. Was war hier? Brauche ich was zum Öffnen? Hier brauche ich ein Buch. Du bist komplett nur Deko. Da oben ist wieder ein Gemälde von ihr. Du bist auch nur Deko, okay. Ja, gut, die muss ich irgendwie stärker machen. Wie, um die Wurzeln stärker zu machen? Ah, guck mal! Gut, perfekt. Nice. Was bist du? Ein Diamant. Also, mit einem Diamanten kannst du alles Mögliche cutten. Rein theoretisch. Behaupte ich jetzt einfach mal, bin kein Profi, aber ein Diamant ist ziemlich stark. Wahrscheinlich ist das aber wieder der vollkommen falsche Gedankengang. Konnte ich den irgendwo Diamanten einsetzen? Hier kann ich nur einen Adler einsetzen. Und ansonsten ist in diesem Raum gar nichts. Tja, sieht danach aus. Gut. Oder nicht gut, je nachdem, wie man es nimmt. Ich kann hier nochmal hin. Kann ich mit dem Diamanten das schneiden? Nein. Da muss ich den wohl reparieren. Kann ich mit dem Diamanten eine Rose abschneiden? Nein. Wäre ja auch zu logisch. Kann ich mit dem Diamanten Zement brechen? Nein. Okay. Kann ich dich nehmen? Nein. Gut. I need a tool to take off the valve. Sie braucht einen Gegenstand oder ein Werkzeug, um das Ventil abzunehmen. Schön für sie. Kann ich mit den Diamanten... Habe ich hier schon probiert zu cutten? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich habe ich es direkt einfach probiert. Kann ich das mit dem Diamanten aufmachen? Ah, vielleicht braucht sie einen Diamanten. Sie hier. Muss ja schön aussehen. Nicht? Kein Diamanten? Nein? Gar nicht? Ich check my guess. Ja, gut. Du bist definitiv kein Wassertropfen. Ja, wild. Du bist rostig, aber ich habe ja nichts dabei, um Rost zu reparieren, oder? Diamanten? Also ich kriege Diamanten gegen Rost wahrscheinlich nicht mehr. Leute, auf einmal war der Sound so. Tja. Schön hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ich will nämlich einsehen, dass das hier das Einzige ist, was ich machen kann, dass da hinten dieser Adler ist. Coin. Was kann ich denn mit dem Coin machen? Ah, Glas. Entschuldigung. Ja. Was? Du willst mich doch verarschen. Du kannst nicht mit dem Diamantenglas kaputt machen. Jetzt fühle ich mich verarscht. Boah, ich dachte gerade, ich habe voll den Geist des Blitzes. Ich habe es einfach die ganze Zeit übersehen, aber es mocht mich einfach. Okay, cool. Ja, cool. Kann ich dir hier den Nagel aus dem Kopf hauen mit dem Diamanten? Nein, nein, nicht. Kann ich den Diamanten hier reintun, damit es reflektiert? Ja, das fängt ja auf jeden Fall schon super an. Ich sag's euch. Black Hill Männer, warum? Grab mit dem Diamanten. Schneide mit dem Diamanten. Schneide hiermit. Sag mir, was du von mir willst. Meine Fresse. Ach, guck mal. Das Plan kann only be cut versus Special Tool Card. Bis 2 Minuten weg. Jackie wurde gerade abgeholt. War doch Jackie. Ich glaube, ja, Jackie. Jackie wurde gerade abgeholt, direkt überall Pflanzen. Überall. Tja.
A part of the lock is missing. Ja, danke. Kann ich hupen? Einfach for the lols. Gehen wir auf die Karte. Gucken wir uns mal die Karte an. Schade, in Teil 4 gab es so, was es zu machen gibt. Was bist du denn? Ach, du bist Brunnen und dann geht's hier runter. Jetzt habe ich mich gespoilert, Entschuldigung. Geht auch wieder. Wildes Gebäude. Tja. Hier ist sonst nichts, ne? Also gar nichts. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass uns hier ein Zahnrad fehlt. Dementsprechend ist hier auch nichts, was ich einsammeln kann. Hier habe ich schon eben probiert rumzuklicken. Klappt auch nicht. So. I can't repair the leather without rungs. Okay. Also ich brauche irgendwas zum Schneiden und irgendwas. Ich habe auch gar nicht erkannt, dass das hier eine Leiter sein soll. Okay. Ja, hier brauche ich den Reißverschluss. Oder das Reißverschlussoberteil, wie auch immer du das nennen willst. Kann ich da an jemanden reinkloppen? Nein. Hier irgendwas mitmachen, kann ich da an die jemanden drauf schauen? Nein. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Gut, dann gehen wir in den Raum. Wir klappern jetzt den Raum ab. In dem Raum haben wir noch das hier, das kann ich aber mit nichts aufschneiden im Moment. Vielleicht kann Schocki das aufknabbern. Nein, schade. Gut. Du bist nichts. Und hier kann ich auch nichts machen. Okay. Nächster Raum. Hier hinten. Hier. Ein Coin. Ich habe auch keinen Rat, um den da einzusetzen. Ein Fragile Dame, the Coin of an Archive, okay, Digga, das ist eine Schleife und ein Wachsiegel. Ein Wachsiegel kriegst du easy kaputt. Tja. Aber. Es wäre ja zu einfach, wenn das Spiel logisch wäre, ne? We don't do that here. Kann ich mir hier nichts irgendwie nehmen? Hier irgendwas, was ich hier hinter irgendwie benutzen könnte? Gar nicht, okay. Irgendwas sollte sie dekorieren. Und das ist kein Diamant, der sie dekorieren sollte? Krass, okay. Ja, hier will sie keinen Griff dran machen. Den einzigen Griff, den ich habe, den will sie da nicht dran machen. Und einen Dingsbums-Tropfen habe ich nicht. Und es ist ja definitiv nicht der Dämon. Nein, gut. Dann bleibt uns ja nur noch oben. So, oben haben wir einmal das hier. Da komme ich nicht weiter mit, ohne wer auch immer eine fucking Rose angürtelt. So. Nein, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Sie will sich nicht verletzen. Und wenn ich das mit dem Diamanten anschneide? So, also. Nein? Okay. Gut, bleibt uns ja nur noch dieser scheiß verschissene Raum hier. Und ich will nicht einsehen, dass es hier nur eine Sache drin gibt. Das ist ja, also. Das ist definitiv das hier. Und ich habe hier nur das. Ich habe hier nichts. Ich kann hier nichts anderes anklicken. Es kommt bei keiner anderen Sache kommt irgendwie ein Prompt oder so. Hier ist nichts. Guck mal, ist alles nichts. Ist alles Deko. Ich will mich schon. Ich bin kurz vorm fucking Hindrücken, Alter. Ich sag's euch. Ja, das ist immer noch die Kiste, ne? Ja, war ja klar. Hier ist auch gar nichts. Bin ich doof? Habe ich... Also so blind kann ich doch nicht sein. Ich bin doch jetzt gerade jeden Raum nochmal abgegangen. Oder bin ich komplett Banane? Ja, hier kann ich nichts sehen. Das ist ja vollkommen fein, aber... 20 Millionen Items, aber... Ich das hier durch. Oh, ich. Oh. Wir beruhigen uns. Was bist du? Du bist ein Knopf. Ich.
Wir haben was gefunden, ist okay. Ich weiß aber nicht, wo uns der fucking Knopf helfen soll. Der fucking Knopf helfen soll. Bei der Uhr? Gibt es da so einen Knopf, um das Glas rauszumachen? Ich habe einen Knopf. Ne? Schon mal eine Sache. Können wir irgendwo einen Knopf reinballern? Nein, oder? Bist du, hilft dir, macht dich einen Knopf schöner? Nein? Kein Knopf? Irgendwas ist das für das Auto? Ne, auch keinen Sinn ergeben, oder? Hätte mich jetzt auch gewundert, to be fair. Kann ich dir helfen mit dem Knopf? Nö. Tja. Achso, du bist das Fahrrad. Ich dachte ganz kurz, ich hätte was übersehen. Kann ich hier noch irgendwie was klauen? Abso-fucking-loop nicht. Und es hilft mir auch nicht, dass ich einen Knopf habe. Tja. Was hast du so dazu zu sagen? Auch nicht viel. Fühle ich. Hilft mir der Knopf hier? Nein, okay. Krass. Oh, bap. Wo kann ich denn den scheiß Knopf brauchen? Bei dem Ding hier unten? Ja, nein, vielleicht. Sieht eher nach nein aus. I should check my guess. Put a part of the mechanism. Mechanism, ich hab keine Ahnung. Ja. Hier ein Knopf? Nein, kein Knopf. Ich komme hier nicht weiter. Das ist ja insane. Und ich habe noch nichts gemacht. Ich werde ja nicht mal zum Wimmelbild oder Minispiel. Ist das vielleicht hier? Ich dachte schon. Geht raus. Das Wasser ist mir zu laut. Hier irgendwie einen Knopf? Ne, da brauche ich ein Lenkrad. Bruder. Ich glaube, ich drücke auf Hinweis. Das geht mir gerade mies auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. There is a big bolt on the bicycle headlight by the front porch. Okay. Okay, bin ich ehrlich. Wäre ich nicht drauf gekommen, dass ich das mit dem fucking... Weißt du, sie macht nichts. What the fuck? Jetzt macht doch nicht direkt alles kaputt. Sie macht nichts. Sie will nicht mit einem fucking Skalpell schneiden, weil sie will eine Schere haben. Aber jetzt eine fucking Schlitzschraube mit einem Coin losdrehen, das geht. Ja. Gebe ich zu. Ist my bad. Ist doch chill doch mal. Ist doch jetzt gut. Ja, vielleicht nicht ganz so. Gut, dafür brauche ich ein Tool. MJ. Wahrscheinlich muss dann M rein. Hier kann ich nichts anklicken, das habe ich eben angeklickt. Das ist nur das. Ja, wieder viel Dramatik für nichts. So, was haben wir jetzt bekommen? Wir haben jetzt einen Schraubenschlüssel bekommen. Du bist nur... Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ich nicht mit einem Schraubenschlüssel öffnen, schließen, whatever kann. Was kann ich denn mit dem Schraubenschlüssel machen? Mit dem Schraubenschlüssel könnte man normalerweise ein Ventil abdrehen. Cool. So. Mit diesem Ding können wir jetzt ins Bad gehen. Und... Ach, das ist immer noch zu viel Rost drauf. Warte doch, ich habe es doch gerade in meinem Inventar gesehen. Entschuldigung. Auch wenn das nicht so funktioniert. So, darf ich jetzt. Das ist genau das, was du benutzen sollst.
Ja. Ah, okay. Never mind. Be careful what you wish. Auch wieder. Warum muss ich... Oh, egal. Egal. Puh. Cotton Butt. Bist du ein Q-Tip? Jawohl. Ein Cotton Butt ist ein Q-Tip. Mary's Ring. Ist... Muss ich den kennen? Ah ja, guck mal. Das sieht doch aus wie Mary's Ring, weil ein großes M drauf ist. Barrett muss ich erstmal machen. A Bone. Ein Knochen. Das ist ein Knochen. Nose. Eine Nase. Wahrscheinlich die hier. Measuring Tape. Maßband. Fische. Sag mir jetzt... Nein, Delfine sind keine Fische. Ich klicke erstmal nicht auf den Delfin. So, da ist auf jeden Fall ein Fisch. Da ist auf jeden Fall ein Fisch. Und da ist Nummer 3. Perfekt. Purse. Eine Handtasche. Das ist auch relativ unspezifisch, to be fair. Beziehungsweise Purse ist eher Geldbeutel als Handtasche, würde ich sagen. Das da. Eyeshadow. Eyeshadow ist Schminke. Da fehlt uns aber noch irgendwas für. Um genau zu sein, Lidschatten. Da. Nein, du bist... Ach, ich dachte, du bist die Bürste, die ich da reinnehmen muss. Wo sind die Bürste? Ich muss ja selbst so eine Bürste nehmen irgendwie. Egal. Wir machen weiter. Glue. Kleber. Du siehst nach Kleber aus. Shower Cup. Cap. Shower Cap. Boah, ich weiß nicht. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass meine Eltern jeweils sowas benutzt haben. Das ist, hier sowas. Da, wie nennt man das? Wie heißt denn das im Deutschen? Duschhaube heißt es, glaube ich, oder so. Tulip ist eine Tulpe. Du bist eine Tulpe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern sowas benutzt haben oder meine Großeltern. Normalerweise macht man das ja, wenn man, ich weiß nicht, die Haare nicht nass machen will. Ja, da. Was bist du denn? Achso, Entschuldigung, kommst hier hin. Ich habe nicht, keine Ahnung, was das war. Es war das Barett. Und Eyeschatten. Ja, there's a tool for applying. Das weiß doch richtig. Wir brauchen... Aber nicht das Ding hier. Wir brauchen was anderes. Wir brauchen einen viel feineren Pinsel. Beziehungsweise Brush. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das hat doch bestimmt einen tollen Namen, auch im Deutschen. Ich bin ja schon froh, dass ich weiß, wo Schminke hingeht. Oder was es für Schminkearten gibt. Das ist ja schon so das Maximalste der Gefühle. Weil ich muss jetzt ehrlich mal zugeben, ich schminke mich selber nicht. Tja, was haben wir denn hier? Wo sieht denn irgendwas hier nach? Irgendwas aus, womit man Schminke auftragen würde? Das wird mir so etwas, was ich so gar nicht erkenne. Ah, guck mal da. Zack. Perfekt. Nice. Marriage Ring bekommen. Perfekt. So, Marriage Ring können wir wieder zurückgehen. Und den können wir dann direkt da einsetzen. To bewitch my son, but you're just trash. You don't belong here. Oha. Leave of your own accord, or I'll make you leave. Also die Stiefmutter war eine Lüge. Der Klassiker. In Coffins often hide important for a host of things. Hier, guck, ich hab einen Knopf für dich. Nice, eine Pizette. Oh, guck mal, ich kann es aber jetzt nicht mehr lesen. Ja, das war einfach nur ein Flashback davon, dass die Stiefmutter keinen Bock hatte auf sie. Emerald Rod? Emerald Rod kommt bestimmt unten hin, weil wir müssen ja Coffin. Ist in der Krypta wahrscheinlich. Hallo? Ah, es fehlt immer noch welche. Okay, cool. Dann nochmal kommen wir noch zurück. Mit einer Pinzette. Musste ich irgendwo was rausziehen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwo was rausziehen mussten. Außer Nägel. Hilft hier die Pinzette? Nein. Hilft hier die Pinzette? Nein. Hier drin hilft die Pinzette wahrscheinlich auch nicht. Wird schwierig, sagen wir es so. Guck mal, vor allem wenn ein Brecheisen drauf gemalt ist, to be fair. Ja. Den Nagel kriege ich hier. Also keine Ahnung, weiß ich, warum ich das überhaupt. Weißt du, das ist jetzt so eine Sache. Jetzt habe ich das. Jetzt gab es diese eine Sache mit dem Coin. Jetzt will ich hier probieren, alles mit einer Pinzette zu machen. Weil man weiß ja nie.
I know where to get water when I need some. Du sollst aber kein Wasser kriegen. Also ich will das scheiß Rad da draus haben, du blöde Funz, du. Oh, ist das anstrengend mit dem. Tja. Hier oben muss ich immer noch Glas kaputt machen, ne? Aber wir müssen auch wieder. Carved Lever. Ach so, sie wird es einfach nicht berühren, okay. Ja, da muss noch Rose rein. Hier war immer nur noch das. Okay.